Audi hat ja ein Faible für denkwürdige Autopräsentationen. Letztes Jahr als erster Hersteller mit dem Q2 auf Kuba, dieses Jahr als vielleicht letzter Hersteller vor dem Mauerbau in Mexiko mit dem Q5. Den unverstellten Blick auf das neue SUV erweitern wir deshalb sogar um eine zusätzliche Perspektive, denn wir setzen den Audi in Szene zusammen mit den Kollegen der Zeitschrift Bold. Hochglanzmagazine suchen die Sekunde für das eine Bild voller Emotionen und Lifestyle, während wir 25 Bilder pro Sekunde voller Bewegung zeigen können und zusätzlich noch Zahlen und Fakten rüberbringen müssen. Die Location aber inspiriert aus beiden Blickwinkeln gleichermaßen. Ja, dass ich eine Freifläche habe, wo ich welche Spiegelungen habe und dann die Verbindung zwischen Wasser, dem Blau vom Auto, was ja irgendwie auch Mexiko ist, und das Lebensgefühl rübergibt. Also ich fahre theoretisch, wenn es mein Auto wäre, mit dem Auto an den Strand, hab da einen schönen Tag, kann auch hierher fahren, was ich mit dem Porsche jetzt zum Beispiel nicht machen kann. In gut 8 Jahren hat Audi von der ersten Generation des Q5 rund 1,6 Millionen Einheiten verkauft. So. Klar, dass der Neue diesen Erfolg fortschreiben soll oder gar übertreffen. Für den ersten Eindruck gibt es diesmal also 2 Chancen, die Optik zielgruppengerecht zu erfassen. Es fällt auf, mehr Ecken, dazu hier und da noch eine extra scharfe Kante. Die Front ist tiefer gezogen. Damit macht er optisch schon mal den Sprung weg vom gemütlichen, braven Familien-SUV zum, naja, vielleicht ein bisschen zum Verhalten aufmuckenden Salonrebellen. Als geradezu martialisch sticht der imposante, noch größere Kühlergrill ins Auge. Die Herausforderung für die Kollegen, wie das Automobil immobil ins Bild setzen. Was soll sofort für den Leser rüberkommen? Wie könnte die Geschichte funktionieren? Na gut, ich meine, die Location spricht ja für sich. Also wir sind in Mexiko. Klar wird es dann eine Geschichte über das Land, mit dem Land. Wir zeigen die großartige Landschaft. Wir zeigen ein paar Menschen, die uns auf dem Weg begegnen. Und einfach, wie man einen Tag hier in Mexiko verleben kann. Und was man alles mit dem Q5 machen kann, das ist das Entscheidende. Wir können in der Stadt fahren, wir können Urban-Aktivitäten machen, wir können aber auch Offroad gehen. Und das ist natürlich die Kombination, die das Auto auch so interessant machen für unsere Leser, dass man halt wirklich alles machen kann. Die Lifestyle-Kollegen haben nach einigen Kilometern Sandpiste, wie so oft eher zufällig, die Fotolocation gefunden. Die abgelegene Ranch passt perfekt zum Look and Feel der Zeitschrift Bold. Es war folglich auch nicht geplant, dass die Stiere hier zum Showdown antreten. Auftreten werden sie aber in jedem Fall im Heft. Nur die Pferde wirken ziemlich verschlafen. Bloß, wie erklärt man denen, dass es schließlich um den Begriff Pferdestärken geht und dass sie das bitte direkt am Fahrzeug darzustellen haben? Fotokünstler Dirk will da gerne seine didaktischen Fähigkeiten beweisen. So, wenn ich die fotografiert habe statisch, dann würde ich ganz gerne haben, das müsste jemand von euch machen, einmal um den Baum hoch rumlaufen und die Pferde, die im Schatten stehen, nach vorne jagen. Hat geklappt bzw. geklickt. Bevor die tierisch guten Statisten Gagenforderungen erheben, schnell wieder in die Pampa. Was dringend gebraucht wird, ist ein Foto, das Mexiko richtig rüberbringt. Mit einem Blick. Natürlich kein Touri-Kitsch. Gesucht wird nach dem wirklichen Mexiko. Ein paar Kilometer später ist Fotograf Dirk plötzlich ganz aufgeregt. Diese Bude hier, eine authentische Hähnchenbraterei, das könnte das perfekte Foto ergeben. Okay, der über 50.000 Euro teure Q5 mit kernigen 252 PS unter der Haube vor einer Brathähnchen-Bretterbude in einem mexikanischen Industrieviertel, direkt an einer Hauptverkehrsstraße, nachmittags gegen 17 Uhr mit bildfüllender Rush-Hour. Hochglanz geht doch irgendwie anders, oder? Doch für die Boldmacher ist das hier der Clou. Genau dieser Widerspruch zwischen Luxus-SUV und abgerockter Straßenküche, das wird für die spannende Dynamik im Bild sorgen. Der Kontrast zwischen dem Auto und dem, was im Hintergrund ist, muss so groß sein, dass auch die Imbissbude, die muss dann auch wirklich so authentisch und so benutzt aussehen, dass das neue Auto davor eben steht wie ein Freisteller. Also der gehört da eigentlich nicht hin, aber deswegen passt er auch dahin.
Also wäre die Imbissbude jetzt halb neu und das Auto halb dreckig, dann passt das alles nicht mehr zusammen. Also im Prinzip ist es so weit Kontraste zu suchen, dass es wieder für das Auto und für die Idee arbeitet. Dirk hat das Motiv gesehen und hat es mir beschrieben. Ich sagte, okay, müssen wir machen, passt rein, weil wir haben jetzt, wir hatten Offroad-Situationen, wir hatten einzigartige Landschaften und wir haben halt dann auch den Flair, den die Städte hier zu bieten haben, in dem ganzen Alltag und mit den ausgeblichenen Farben. Und das passt alles so gut zusammen. Und da ist auch eine Würstchenbude durchaus ein Fotomotiv, absolut. Nach einem ziemlich hektischen Fototag sind die beiden Boltmacher irgendwann zufrieden. Also schnell ab im Q5 mit Eiltempo auf den Weg zu gut gekühlten Getränken. Theoretisch ginge das fix. Der Audi würde das Auto mal eben in 6,3 Sekunden auf 100 beschleunigen. Er könnte 237 Stundenkilometer schnell fahren. Das bleibt jedoch eine Möglichkeitsform auf mexikanischen Landstraßen. Die Mexikaner nehmen es mit dem Speedlimit zwar nicht so genau, das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Qualität der Straßen die mögliche Höchstgeschwindigkeit drastisch beschränkt. Mit einigem Abstand zu den Rindviechern auf der Ranch stellt sich die Frage, wo die edle Lederausstattung wohl herkommt. Nun, unsere zumindest kommt aus der Extrapreisliste und auch sonst fast alles Mögliche an Luxus und Komfort. Ganz ohne Aufpreis gibt es innen spürbar mehr Platz als beim Vorgänger. Sowohl bei der Kopf- als auch bei der Knie- und Ellenbogenfreiheit hat der neue Q5 um einiges zugelegt. Das macht die Rückfahrt deutlich komfortabler und am Ziel zeigt der erste Blick auf die Fotos, könnte sich gelohnt haben, der ganze Aufwand. Die finale Fotoauswahl findet ein paar Wochen später in der Berliner Redaktion statt. Der Q5 ist für die Februarausgabe fest eingeplant. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die in der zweiten Heftmitte machen. Und haben sie aber ein bisschen größer angelegt. Das heißt, da hinten haben wir ein bisschen mehr Raum für die Geschichte. Und werden es 8 Seiten sein. Die Autogeschichte passt zum Heft, zu Bolt und zu den anderen Geschichten, die Chef Mike seinen Lesern anbietet. Wir haben natürlich auch Themen wie Fashion, wie Travel, wie Art, Kultur. Dann haben wir Trend drin. Also diese Mischung und Reise, diese Mischung der Themen macht ein Lifestyle-Magazin aus und da spielt natürlich K auch eine Rolle. Im Gegensatz zur Fotografie haben unsere Geschichten immer einen Anfang und ein Ende. Deshalb kommt zum guten Schluss die Rechnung. Der neue Q5 startet bei rund 40.000 Euro für den 150 PS Diesel mit Frontantrieb. Allrad gibt es ab knapp 46.000 Euro im 162 PS Diesel. Alle weiteren Details und einige Insider-Tipps zu Mexiko gibt es zum Nachlesen im Heft. Sollte dies am Kiosk schon vergriffen sein, die Online-Ausgabe ist immer zu haben.